Nachtschicht wird euch präsentiert von Auto Zitzmann in der Fuggerstraße 44 in Nürnberg. Auto Zitzmann, euer zuverlässiger Partner rund ums Auto. Egal ob Verkauf, Vermietung oder Leasing. Bei Auto Zitzmann findet jeder sein Traumauto, denn von Smart bis Bentley ist alles dabei. Frühjahrs-Highlights. Smart Roadster-Finanzierungen mit 0% effektivem Jahreszins. Und noch was Verrücktes. Deutschlands wahrscheinlich einziger Panzer mit Straßenzulassung steht für Events aller Art zur Verfügung. Also schau doch einfach mal vorbei bei Auto Zitzmann in der Fuggerstraße 44 in Nürnberg. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute, wie schon angekündigt, im Planet. Denn hier wird heute in der ganzen Klingenhofstraße gefeiert, denn es ist Nürnbergs biggest Nightlife-Event. Alle Läden sind offen, also Planet, Loop, 56, Golden Nugget, alles dazwischen natürlich auch. Ihr könnt irgendwie Bullriding machen, jede Menge Sachen. Was genau geworden ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. Die Mannheim ist hier. Hi, wer bist du? Hi, ich bin die Lena. Und was machst du so? Ja, ich bin hier. Okay, und wie gefällt's dir? Saugeil. Alles klar, und wer bist du? Ich bin die Kadi. Und Kadi, wie gefällt's dir? Verdammt Hammer! Ja. Also das ist Ron und Ron wird jetzt diesen Bullen reiten. Ron, hast du Angst? Ja. Bist du schon mal auf den Bullen geritten? Nein. Das war jetzt eine Fangfrage. Egal. Wir gucken uns jetzt mal an, wie du dich so anstellst, okay? Okay. Irgendwelche letzten Wünsche? Du bist meine Mutter, wenn ich nicht mehr wiederkomme. So, jetzt habe ich hier bei mir den Hanno. Hanno ist so fürs Marketing im Planet zuständig. Ja. Und du hast das Ganze hier auch irgendwie initiiert. Was gibt's denn hier? Ja, initiiert nicht wirklich, aber ich habe es mit geplant, weil initiiert ist es schon vor vielen Jahren. Heute gibt es alles, also es gibt 4 Locations zu einem Preis. Es gibt Bullriding, es gibt Space Shuttle Riesenrutsche, Schlammcatchen ist gerade eben jetzt vorbeigegangen. Jetzt gibt es dann die Topless Go-Go's und gleich einen Unfall. wie ihr sehen könnt, gibt es auch einen ganz coolen Open-Air-Bereich und vieles, vieles mehr, ja. Ist das jetzt nicht das erste Mal, ne? Das hast du schon so angedeutet. Wie vielte Mal ist es jetzt? Das ist jetzt das 5. Mal, ja, wenn wir die Winter Edition mitzählen. Winter Edition, was heißt das? Wir haben dieses Jahr das erste Mal auch im Winter gemacht, auch mit Außenbereich. Klingt etwas komisch, aber war sehr amüsant. Wir haben riesengroße Zelte aufgebaut und die auch beheizt und halt alles das, was jetzt draußen war, praktisch im Kleinen auch in den Zelten gemacht. Gut, wie geht's so mit dem Planet weiter? Ist irgendwie in den nächsten Wochen irgendwas ganz Interessantes? Nicht nur ein interessantes, wir werden die nächsten Monate, also die nächsten 2 Monate, wird jeden Samstag ein Großevent sein, entweder mit Gast-DJs oder Summer Vibration. DJ Tomic wird kommen, der ist jetzt mit seiner neuen Single Jump Jump schon auf den Top 20 und die nächsten 2 Monate werden wirklich fett. Also Planet Heft anschauen und dann werden wir das kriegen, ja. Du hast also auch schon Fans unter den Zuschauern, unter den Türstehern, nicht unter den Zuschauern, Entschuldigung, weil der Türsteher hier gerade ein Liebesbekenntnis gemacht hat. Wie lange bist du denn schon im Planet tätig? Ich bin seit Anfang an da. Seit Anfang an. Und gut, ihr seid in die Klingenhofstraße gezogen. Hat sich seitdem irgendwie groß was verändert? Es ist größer geworden, besser.
noch mehr Besucher, ja, und das seit 5 Jahren kontinuierlich. Dankeschön! Und ja. Und wann habt ihr immer offen? Wir haben ja eigentlich nur samstags auf, schon seit 5 Jahren. Wir haben zwar sehr viele Nischenpartys wie die Blaulichtparty, wie Rosa Planet und Studentenfeiern und so weiter, aber schwerpunktmäßig haben wir Samstag auf und viele Motto-Partys vor Feiertagen. Mit 18 komme ich bei euch noch nicht rein. Wenn du gut angezogen bist und nett ausschaust, kann das schon sein, doch. Aber drunter auf gar keinen Fall. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rein, gucken uns den nächsten Act an. Bei den Topless Gogos sind da auch Männer dabei? Logisch. Wir hatten das letzte Mal nur Frauen. Ist das wirklich kein Witz? Wir sind mit E-Mails und Telefonaten bombardiert worden, wo die Männer waren. Deswegen haben wir heute 50-50 Frauen und Männer. Ja, dann müssen wir jetzt gehen. Komm an, ja. Und wir gehen jetzt. Also Nürnbergs biggest Nightlife-Event hier im Planet. Und wie der Name Nightlife schon sagt, wenn die Sonne rauskommt, ist die Nacht vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt alle nach Hause gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute im Indaba und wie ihr an der ziemlich langen Schlange hinter mir erkennen könnt, findet hier die Aftershow-Party von der Miss Motorsport 2005 statt, präsentiert von Auto Zitzmann. Und was die ganzen Menschen da drin wollen, das finden wir jetzt mal raus. Kommt mal mit. Yo, what's the deal? Ain't nothing, Paul. We just here waiting and all that. Trying to get our heads right. Also ich bin das erste Mal hier. Kann jetzt noch nicht ganz entscheiden, wie es mir gefällt, aber vom ersten Eindruck ist es wirklich spitze. Yo, one night, New York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City, slash machines, ding, 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 when they ring off. Lock the doors, that's when ghosts just beat us. Die Buddy ist richtig geil und auf geile Buddy sich erben. Yo, the cashier was scarce, he asked for my info. The manager arrived with 2 guys, that's an insult. That's the cold, Mr. Coles. We talking about $5 million here. This ain't Play-Doh, though. And your horoscope red, you gonna slay those. We got scribbles, Anthony Acid. Bei mir habe ich jetzt Marie-Louise Kavi, die habe ich nämlich in der Schlange gefunden. Hallo Marie-Louise. Mit Kavi Company hast du heute die Modenschau bei der Miss Motorsportwahl gemacht. War es schwer? Es war nicht schwer. Es ist, ich meine, wir sind es gewohnt, mit Mädchen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ein bisschen zu üben und so weiter. Und es klappt eigentlich immer ganz gut. Und jetzt bist du hier auf der Aftershow-Party. Meinst du, du findest hier potenzielle Neubewerberinnen? Ich schau mal. Ich denke schon, dass einiges dabei ist, was ich so vorher schon im Banner gesehen habe. Gehst du gerne ins Indaba? Ja, ich find's super nett. Da. Hi, wer bist du? Mein Name ist Danny Meranjana. Ich bin Mentalmagier. Was heißt denn das? Tja, Mentalmagie, das ist so eine Art Zauberei, bei der es um die Kraft der Gedanken geht, was alles in den Gedanken steckt. Wenn man positive Gedanken hat, kann man viel damit bewirken. Dann mach mal was. Der macht jetzt was, pass auf. Okay, du hast hier eine Gabel, 2 Gabeln, okay. Möchtest du eine nimmst von beiden? Ja. Dass du eine an zwei? Eine von beiden Gabeln. Stabil, okay, du kannst die mal anfassen, die Gabel, die ist stabil. Jetzt schau mal her, ich zeig dir mal was.
Ich nehme die Gabel hier zwischen Daumen und Zeigefinger, lasse die Energie hier reinfließen. Und wenn ich jetzt die Gabel schüttel so, dann kann man sehen, wie die anfängt sich zu verbiegen hier. Allein mit Kraft der Gedanken. Geschmarri, oder? Schau mal, du musst das ganz ernst nehmen. Wenn ich zum Beispiel diesen Zinken wieder gerade haben will, schüttel ich einfach die Gabel und dann ist der wie... Ja, okay. Okay, sorry, das ist schief gegangen. Sollte eigentlich wieder gerade sein. Es ist hier richtig gut, es ist grandios, die Leute sind wahnsinnig gut drauf. Die Stimmung steigt jetzt langsam, denke ich mal, so dem Höhepunkt entgegen und wir werden eine richtig schöne Nacht haben. Die 20 Euro für diese Aussage kriegt er dann später. Bei mir habe ich jetzt den süßesten Schatz vom ganzen Planeten. Hallo Diana, wie geht's dir? Hallo liebe Ecke, mir geht's genial. Und wie gefällt's dir hier? Super, Wahnsinn, super Mucke, ich finde ja Rock'n'Roll. Magst du mich? Ich mag dich sehr gerne, ich war ja mit dir auch letztes Jahr in Thailand. Das war echt bombastisch. Die Miss Motorsport 2005 ist gewählt. Die Aftershow-Party hier im Endaba, präsentiert von Auto Zitzmann, war ein voller Erfolg. Ich muss jetzt nach Hause, weil sonst habe ich morgen ganz hässliche Ringe unter den Augen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.